Boah, Elsa, musst du so einen Clown machen? Mich kannst du auch mal filmen. Jetzt verzieh dich. Oh Mann, dieser Harry, da bildet sich ganz schön was ein. Ja, total affig. Hi. Warst du schon wieder was Neues? Achso, und cool, dass du diesen Preis gewonnen hast. Danke. Ja, was Neues. Ich will einen Film machen für den Tag der offenen Tür. Wie soll das denn aussehen? Ja, wir haben doch dieses Motto, eine Schule für alle. Da kann man doch diese Vielfalt zeigen. Da könnte man doch auch Interviews machen mit Flüchtlingskinder oder Rollstuhlfahrer. Gute Idee. Hast du Lust, vielleicht einen Reporter zu machen? Okay. Die können wir doch vielleicht auch fragen, wie es hier geht. Warum nicht? Hallo Haifa, wir wollten ein Video über Integration in unserer Schule drehen. Würdest du uns deine Geschichte erzählen? Was soll das denn heißen? Ein Interview. Ich würde das filmen und Hans wäre der Reporter. Und wann? Wir sind aus Afrin in Syrien. Unser Haus wurde zerstört. Es gab kein Lebensmittel mehr. Und mein Vater hatte Angst, dass er zur Armee eingezogen wird. Deshalb sind wir geflohen. Ist denn deine ganze Familie nach Deutschland gekommen? Hans, stell die Frage nochmal. Und du, Haifa, wartest, bis ich rübergeschwenkt habe mit der Kamera. Ist denn deine ganze Familie nach Deutschland gekommen? Nein, meine große Schwester ist schon verheiratet und hat ein Baby. Ihr Mann ist Arzt, den brauchen sie doch. Aber seit einer Woche können wir keinen mehr erreichen. Wie habt ihr denn miteinander kommuniziert? Mit Handy, aber es gab einen Luftangriff. Was machen die denn da? Haifa erzählt von zu Hause. Oh, die sind ja alle so arm. Lass mal eben da runtergehen, ich brauche einen. Neulich wurde bei uns gegenüber einer verhaftet. Der hatte falsche Papiere, aber Cola hat sie ja gekriegt. Echt? Oh, das ist gut, das kenne ich noch nicht. Ich gehe immer auf der anderen Straßenseite zum Bus. Warum? In dem Hausergang. Da sitzen immer mindestens 5 so dunkle, bärtige Kerle. Die sind mir echt unheimlich. Und die Frauen sieht man nie, die haben sie alle eingesperrt. Würde ich mir auch nicht gefallen lassen. Das Haus in Raswell, in dem wir zuerst untergebracht waren, das hat jemand angezündet. Dann sind wir in die kleine Wohnung hier in Wulfen gezogen. Jetzt ist alles ruhig. Der Tag ist ja richtig gut geworden. Ja, stimmt. Hallo. Oh nee, die wollen ihn drehen. Komm, wir gehen darüber. Hast du meine Fragen gelesen? Ja, und die sind okay für mich. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen zusammenrücken? Zeigst du mir, was du mit Haifa gedreht hast? Nee, das passt jetzt nicht. Okay. Und ihr könnt loslegen. Wie ist denn das für einen Rollstuhlfahrer in dieser Schule? Die Schule ist super ausgestattet. Es gibt 2 Aufzüge, automatische Türen und viele Rampen. Ich komme eigentlich überall hin. Verdammt, Elsa, musst du immer alles kaputt machen? Können wir die Szene nochmal bitte drehen? Ja. Sorry. Die ist ja so bescheuert. Du, ich muss auf Toilette. Pass auf meine Sachen auf. Klar. Und wie ist das so mit der Akzeptanz deiner Mitschüler? Was sagen die so dazu? Die meisten sind echt hilfsbereit. Manchmal bin ich vielleicht auch lästig, weil die häufig auf mich warten müssen. Dann kommen so Sprüche wie, du hast es ja bequem oder ich möchte auch mal im Taxi zur Schule gefahren werden. Dabei bekomme ich ja gar keinen Fahrdienst, weil ich auf eine normale Schule gehe und keine Förderschule besuche. Meine Mutter muss mich jeden Tag bringen. Aber es hat mir noch nie jemand gesagt, ich würde hier nicht hingehören. Und inzwischen bin ich ja auch schon in der 11. Echt? Dienstag und Freitag. Ja. Aber was gibt's doch nicht? Was ist los? Mein Geldbeutel ist weg. Film war noch da.
Hat dich jemand geklaut? Du wolltest auf meine Sachen aufpassen. Hab ich auch. Und wieso ist er jetzt weg? Also wenn, dann kannst du nur Elsa gewesen sein. Sonst war da keiner. Zeigst uns jetzt erstmal deine Tasche. Was soll das denn? Spinnst du? Du warst an meine Tasche und jetzt ist meine Geldbörse weg. Was hat es mit mir zu tun? Ich hab dein Geld nicht. Ist aber nichts, oder? Wo hast du das hingetan? Gib es her! Was ist denn hier los? Kommt, Anja, lass gut sein. Wir gehen. Dich kriegen wir noch! Was wollten die denn von dir? Die haben behauptet, dass ich geklaut habe. Typisch, wenn die einen Schuldigen brauchen, ist immer einer von uns. Sag mal, Harry, ihr habt doch gestern eine Lehrertreppe gefilmt. Könnte ich das mal sehen? Ja, warum interessierst du dich dafür plötzlich? Elsa war doch auch da, oder? Ja, die hat uns gestern ziemlich genervt. Ich will wissen, ob sie in meiner Tasche war. Vielleicht sieht man das ja. Kannst du mir die Aufnahme zeigen? Ja, von mir aus. Morgen im Inforaum. Ja, super, danke. Dann bis morgen. Habe ich irgendwas verpasst? Was wollte die denn? Das Interview mit Tim sehen. Was ist denn jetzt los? Ich muss euch was sagen. Mein Vater hat verboten, dass sie den Film veröffentlicht. Was? Die war aber so gut. Er macht sich Sorgen um meine Schwester. Wenn das Video im Internet landet, könnt ihr es auch in Syrien sehen. Vielleicht bekommen sie Probleme. Es tut mir leid. Mann, das ist doch scheiße. Sie wusste doch, dass wir den Film hochladen. Und sie war einverstanden. Naja, der soll ja auf die Schul-Homepage. Und in Syrien kann man das ja dann auch sehen. Bisschen kann ich das schon verstehen. Auf welcher Seite stehst du überhaupt? Mann, lass mich! Hör auf! Lass mich! Warum interessiert ihr euch plötzlich für unseren Film? Auf dem Film muss der Beweis sein. Elsa hat Geld geklaut. Das stimmt gar nicht. Was? Hey Harry, hast du Aufnahmen, wo Elsa drauf ist? Ja, ich habe schon zwei Takes rausgesucht. Kann ich euch gerne zeigen. Ich komme eigentlich überall hin. Entschuldigung, können wir die Szene noch aber erneut drehen? Das sieht man ja gar nicht. Habe ich doch gesagt. Oder ich möchte auch mal im Taxi zur Schule gefahren werden. Dabei bekomme ich ja gar keinen Fahrdienst, weil ich auf eine normale Schule gehe und keine Förderschule besuche. Meine Mutter muss mich jeden Tag bringen. Ist das alles, was du hast? Ach, hier sagt sie. Guck mal, was ich habe. Da steht sein Name. Das ist meine Geldbörse. Wo hast du die her? Das hat mir Frau Oberfeld gegeben. Es lag unter einer Jacke in der Lehrertreppe. Puh, Gott sei Dank. Da ist nicht auch meine Monatskarte drin. Da ist jetzt aber auch meine Entschuldigung fällig. Ja, Entschuldigung. Ja, mir tut's wirklich leid. Spiel du dich nicht so auf. Du willst mit mir auch nichts zu tun haben. Das liegt aber nicht daran, wo du herkommst oder wie du aussiehst. Sondern du bist total egoistisch, spielst dich immer in den Vordergrund und nervst einfach alle total. Wenn du akzeptiert werden willst, dann musst du einfach mal lernen, dich hier einzufügen. Mit dir kann man ja gar nicht auskommen. Das hast du gut gesagt. Das muss da einfach mal raus. Die geht mir so auf den Keks. Aber sie als einfach als Diebin zu bezeichnen, das geht auch nicht.
Und was ist jetzt eigentlich mit unserem Film? Ich glaube, das Projekt können wir vergessen. Wieso? Ja, den einen Take, den können wir nicht benutzen und den anderen hat Elsa kaputt gemacht. Und so weit ist das jetzt auch noch nicht her, gut. Mit der Integration hast du doch gerade eben gesehen. Wir wollten eine Schule für alle zeigen, aber hier drin ist das genauso schlimm wie draußen auf der Straße. Ganz so würde ich es ja nicht sehen. Wir haben hier ja auch I-Klassen und Flüchtlingskinder. Andere Schulen nehmen nur sogar gar keine Moslems auf. Tim, der kriegt doch noch nicht mal Fahrdienst. Eine Schule für alle, das ist doch nur ein Idealbild. Ja, das stimmt schon. Und natürlich muss man auch was für Integration tun. Aber man kann hier wenigstens noch solche Leute antreffen. Trotzdem, bei mir ist die Luft raus. Und zum TOT schaffen wir es eh nicht mehr.